Ja, gut, dass wir Antiker sind, ja, weil die werden hier beide schlechter vorkommen, habe ich das Gefühl. Aber schauen wir mal kurz rein, würde mich interessieren, ja, weil das ist der Typ ist irgendwie so radikal mittig, habe ich das Ich Gefühl. glaube, nicht nur ich selbst habe das Gefühl, dass die gesellschaftliche Spaltung größer ist als jemals zuvor. Und dieses Gefühl ist Tatsache und Illusion zugleich. Aber wie kann das sein? Es ist eine Illusion, weil sie nicht so ausgeprägt ist, wie wir denken. Es ist aber auch eine Tatsache, weil sie unausweichlich ist. Links und rechts reden notwendigerweise aneinander vorbei. Doch es gibt eine Lösung. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt das Links-Rechts-Paradigma erklärt. Was ist eigentlich mit Hufeisen gemeint? Zeige ich dir gleich. Um dieses Video zu verstehen, müssen wir uns zuerst klar machen, dass der Mensch nichts anderes ist als ein glorifizierter Affe. Und auch wenn du als Religiöser Hohoho. nun schnaubst und auf den besonderen Wert des Menschen durch seine Seele hinweisen möchtest, lass mich dich daran erinnern. This is the thing about people who believe in God. They're idiots. Aber Provokation beiseite. Wir können uns alle auf Gottes größte Leistung einigen. So, warte, komm ja jetzt nicht mit Gott hier, Alter. Chill. So, das hier ist das Hufeisen, die Hufeisentheorie. Ja, das hier ist die Hufeisentheorie. Nämlich hier oben hast du gemäßigte Leute und hier unten hast du extremistische Leute. Ja, Linksextreme und Rechtsextreme. Ja, und dass die sozusagen beide extremistisch sind und dass sie in diesem Fall ähnlich sind. Ja, das heißt, beide finden es in Ordnung, Gewalt anzuwenden, beide finden es in Ordnung, auf Menschen loszugehen, die einem nicht gefallen und sie einzusperren oder irgendwas Schlimmes mit ihnen zu tun und so weiter und so fort. Ja, beide wollen den Staat abschaffen, beide sind gegen die Verfassung und so weiter und so fort. Ja, so. Jetzt musst du dir aber überlegen, an der Stelle, es gibt einen Unterschied. Und das ist, was die Linken jedes Mal sagen, scheiß Hufeisentheorie. Weil die Linken die ganze Zeit sagen, wir setzen uns immerhin für eine gerechte Welt ein. Und die da drüben, die Rechten, setzen sich per se für eine ungerechte Welt ein. Ja, das heißt, es ist grundsätzlich so, dass man das nicht vergleichen kann. Ja, weil sozusagen die Linken, alles, was sie tun, tun sie ja dafür, damit es irgendwann eine gleichwertige Gesellschaft gibt. Ja, eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind, in der alle Menschen, wo wir in einer Utopie leben, während die Rechtsextremen wollen eigentlich Faschismus, wollen irgendetwas, wo sehr viele Menschen einfach unterjocht leben. Ja, deswegen sind sie gegen die Hufeisentheorie. So viel dazu. Ja? Jetzt kennst du dich aus. Auf die Evolution durch natürliche Selektion. Und das bedeutet für alle Nichtbiologen und euch, wir stammen vom Affen ab. Und unser Hirn folgt zu großen Teilen simplen Mechanismen und Tendenzen. Zum Beispiel Tribalismus. Wenn wir das Verhalten unserer Ja, Vor aber das ist natürlich problematisch, weil du sagst, beide wollen das in ihren Augen Gute. Ja, also es ist natürlich sehr schwierig. Ja, es ist natürlich sehr problematisch. Ja, so einfach ist die Hufeisentheorie nicht, dass man sagen kann einfach, ja, Hufeisentheorie, scheiß drauf. Ja. Ach so, Entschuldigung, ich habe die falsche Dings. Dankeschön, danke. Wisst ihr, was ich meine? Eine Utopie lässt sich aber nicht mit Gewalt errichten. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich denke auch, dass Gewalt anzuwenden oder beziehungsweise rechtsextreme Methoden anzuwenden, wird nicht unbedingt in eine linke Welt hineinführen. Daran glaube ich nicht. Ja, glaube ich absolut nicht. Und also die Hufeisentheorie hat auch schon ihre Berechtigung ein bisschen. Ja, sie ist nicht vollkommen. Sie ist nicht vollkommen lost, aber es ist klar, dass Linke sich da wehren, weil sie einfach sagen, hey, komm, vergleich bitte nicht sozusagen uns, die wir in extreme Weiten gehen, um das zu erreichen, was wir wollen mit den Rechten. Das Problem ist nur, dass wenn Linke bis jetzt irgendwie in extreme Richtungen gegangen sind, um das zu erreichen, was sie wollen, ist es meistens ein rechtes System am Ende gewesen, ja, was dabei rausgekommen ist. Das heißt, wisst ihr, was ich meine? Es ist dann irgendwie am Ende irgendetwas rausgekommen, wo man sagen kann, eigentlich ist das, was man unter rechts versteht und was man eigentlich,
verhindern hätte wollen, sollen oder müssen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, das ist das Problem. Wenn du zum Beispiel die Sowjetunion hast, die dann selber so nicht mehr zu unterscheiden ist von einem totalitären rechten Staat, dann ist schwierig. Ja, dann ist die Frage, wie viel bringt diese Gewalt und wie viel bringt diese Form von Revolution oder beziehungsweise Dings. Ja? Enden wir am Ende nicht wieder in hochhierarchisierten Strukturen, wo Menschen über andere Menschen herrschen und sie willkürlich unterdrücken oder beziehungsweise töten, ausbeuten, einsperren, was auch immer. Ja? Und dann ist die große Frage, ist das der richtige Weg? Für mich nicht. Ich sage, Linke dürfen diesen Weg nicht gehen, weil... Ja, weil das halt nicht links ist. Weil was bringt es mir, ja, was bringt es mir, dass ich, I like your cut, G. Dankeschön, danke Skinny. Danke dir, ja. Ist gut, oder? Versteht ihr, was ich meine? Ist so, da müssen Linke aufpassen, ja. Da müssen Linke aufpassen, weil letztens habe ich auch mit dem Dara geredet und Dara hat plötzlich geklungen wie der Urrechte, ja. Hat schon sehr, sehr rechts geklungen. Ja, so, ja, alle weg, die nicht die richtige Meinung haben. Wer bestimmt, was die richtige Meinung ist? Ich. Ja, und der gesunde Menschenverstand. Ja, sehr gefährlich sowas. Sehr gefährlich sowas. Ja. Und da ist mir ziemlich egal, ob du dich rechts nennst oder ob du dich links nennst oder was du dich nennst. Wenn du solche Positionen vertrittst oder so redest, sehe ich da eine Riesengefahr. Ja, da sehe ich eine Riesengefahr für die Demokratie und eine Riesengefahr einfach für alle, uns alle insgesamt, ja. Und da kannst du noch so sagen, hey, ich bin ein Linker. Bist du? Bist du wirklich? Weiß nicht. Bist du sicher? Vorfahren beobachten, stellen wir fest, der Homo sapiens lebt gängigerweise in Gruppen. Tendenziell stehen wir dem Fremden oder anderen ablehnend gegenüber. Dem Bekannten oder Gleichen vertrauen wir. Tribalismus wird in verschiedenen Disziplinen als Begriff geführt, zum Beispiel in der Politikwissenschaft. Tribalismus von lateinisch tribus gleich Stamm, englisch tribalism gleich Stammeszugehörigkeit, steht in der Politikwissenschaft für Stammesbewusstsein bzw. eine stammesgebundene Politik. Daraus leitet sich der Neutribalismus ab, bei dem die Zugehörigkeit zur Gruppe nicht mehr auf Verwandtschaftsbeziehungen beruht, sondern auf einem eher freiwilligen Zusammenschluss ihrer Mitglieder. Und diese menschliche Eigenschaft schlägt sich auf unser gesamtes Leben nieder und kann mitunter absurde Züge annehmen. Ich will nur sagen eine Sache, ja. Ich denke, wenn die Linken so drauf sind, werden sie nie das erreichen, um was es geht, nämlich Menschen zu helfen. Ja, und das ist mein Problem. Das ist auch der Punkt, warum ich gesagt habe, mit so einer Linken will ich nichts zu tun haben. Ja, ich bin natürlich links, selbstverständlich, aber ich will mit so einer Linken, die sich so versteht und so gibt, dass sie sagt, wir dürfen auch über Grenzen gehen. Hauptsache, wir erreichen einfach, wir gewinnen. Finde ich nicht korrekt. Dem vertraue ich null. Also dem vertraue ich null. Ja. Gegen die Mentalität. Wo die tribalistischen Züge früherer Gesellschaften noch nachvollziehbar waren, Stichwort Verteidigung meines Genpools oder auch Familie genannt, sehen wir, dass dieses Denken heutzutage irrationale Züge annehmen kann. Einerseits hauen sich Gladbacher und Kölner beim Derby regelmäßig die Köpfe ein. Andererseits treffen sie sich im Urlaub am anderen Ende der Welt und freuen sich. Hey, Moment mal, habt ihr schon mal gefragt? Also jetzt müsste Reichelt herkommen, so, hey, Moment mal, diese Leute, die hier randalieren, ha? Wo kommen die wohl her? Ha? Hat man sich schon mal angeschaut, was für einen Namen die haben? Ha? Was für eine Staatsbürgerschaft? Ha? Was ist los? Ja? Oder prüft man da nicht? Prüft man bei solchen Ausschreitungen nicht. Also ich würde sagen, wenn ich mir das so von hier aus anschaue, diese Deutschen haben eine ganz andere Kultur als wir in Österreich, ja. Wenn ich mir sehe, wie diese Deutschen sich da drüben verhalten, also schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das gehört nur zu ihrer Kultur, ja. Immer diese Gewalt, ja. Immer nur ihre Gewalt, das ist typisch für deutsche Kultur, ja. Alle diese Menschen im Stadion, die wir hier sehen, die natürlich, keine Ahnung, 50.000 Menschen sind, die sind alle gleich wie diese Leute hier unten. Alle gleich, alle gleich, alle gleich. Ja. Ja, man müsste sie fragen, ob sie Rap hören. Ja, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja. So einfach ist das, ja. Du bist nur neidisch, weil es keine österreichischen Fußballvereine gibt, die was reißen.
Vielleicht ein bisschen, ja. Aber es ist die gleiche Logik, die wir zu Silvester gehabt haben. Ja, hast halt ein paar Typen, die irgendwie frustriert, so wie der Typ so. Ja, ich meine, wenn du siehst, wie der den Stuhl wirft und dann einfach gegen dieses Ding tritt, der ist einfach frustriert. Es ist einfach ganz klar, der ist einfach frustriert. Jetzt kann man aber natürlich hingehen und sagen, wirklich, ist er wirklich kastriert? Ist er wirklich frustriert? Ja. Oder kommt es darauf an, was für einen Nachnamen er hat? Ja. Wo ist er aufgewachsen? Wer hat den erzogen? Was ist seine Kultur? Naja, weißt du? Der ist höchst religiös motiviert. Ja, genau, genau, genau. Genau, Fußball ist seine Religion für diese Leute. Weißt du? So, man muss auf diese Zuschreibungen mal schauen, weil diese Zuschreibungen sind viel zu einfach, Mann. Viel zu einfach. Ich kann ja nicht einen Rückschluss auf alle Deutschen sehen, nur weil diese Typen sich so benehmen. Das ist ja lost. Why would I do that? Ja. Andererseits treffen sie sich im Urlaub am anderen Ende der Welt und freuen sich, jemanden aus der Heimat zu treffen. Wir sehen also, je nach Kontext verändert sich der Rahmen, was als fremd oder vertraut, was als wir oder die wahrgenommen wird. Ja, jetzt kannst du sagen, das ist Fußballkultur, verstehst du nicht? Da verstehe ich schon, aber der Punkt ist, ist das wirklich Fußballkultur? Ich glaube nicht, dass das Fußballkultur ist, weil ich sehe da ein Stadion mit 30.000 Zuschauern. Und nur weil sich 100 Typen daneben benehmen, ist das nicht die ganze Fußballkultur. Weißt du, was ich meine? Fußballkultur macht viel mehr aus. So, Fußballkultur macht auch macht in Wirklichkeit alle anderen aus, nur nicht diese Leute. Wenn du mich fragst, was ist Fußballkultur, würde ich sagen, diese Leute gehören nicht dazu. Ja, wenn jemand nicht zur Fußballkultur gehört, dann sind es diese Leute. Was ist? Ist Twitch wieder abgekackt oder was? Ja, das tut mir leid. Twitch hat heute Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, wenn es unterbricht, einfach refreshen. Twitch macht Probleme, also das liegt nicht an mir. Ja, ich kann nichts dafür. Ja. Heuristik. Im Prinzip ist dieses Gruppendenken eine sinnvolle Heuristik. Wir können so schnelle Entscheidungen zur eigenen Zugehörigkeit fällen und zwischen anders, also potenziell gefährlich, und gleich, also wahrscheinlich ein Freund, unterscheiden. Eine immer komplexer werdende Welt ist deutlich einfacher zu verstehen, wenn man in Schubladen denkt. Biases oder kognitive Verzerrungen. Unser Affenhirn ist mit seinem Überlebenswichtig. Ja, und dieses Schubladendenken gibt es in verschiedenen Formen, ja. Dieses Schubladendenken hast du in sehr vielen verschiedenen Formen. Du hast es in der Form, dass du einfach sagst, alle Fußballfans sind Hooligans. Du hast es dorthin, dass du sagst, alle Menschen aus einem gewissen Kulturkreis sind einfach so und so. Du kannst sagen, alle Linken sind in Wirklichkeit Kommunisten. Du kannst sagen, alle Rechten sind in Wirklichkeit Nazis. So, diese Vereinfachungen hast du die ganze Zeit. Und ich finde, dass diese Vereinfachungen total scheiße sind. Ja, ich sehe das gerade, 100 Zuschauer verloren, einfach so. Okay, das ist halt ja, lächerlich. Twitch hat Probleme, ja. Instinkt, also. Einfach refreshen, falls das irgendwie kaputt geht, ja. Dieser Freund-Feind-Heuristik, aber noch nicht am Ende. Obwohl sich unser Hirn und dadurch auch unsere kognitiven Fähigkeiten vergrößert haben, sind wir viel weniger rational, als wir uns einbilden. Grund dafür sind unter anderem Twitter ist der einzige Grund dafür. Kognitive Verzerrung, auch Biases genannt. A, der Bestätigungsfehler. Eine der wichtigsten kognitiven Verzerrungen ist der Confirmation Bias, auch Bestätigungsfehler genannt. Wir neigen dazu, Dinge, die unser Denken bestätigen, wahrzunehmen und Dinge, die unserem Denken widersprechen, zu ignorieren. So wird unser Weltbild immer weiter bestätigt und auch verfestigt. Der ultimative Attributionsfehler. Ein weiterer wichtiger Bias ist der ultimative Attributionsfehler. Dieser bezeichnet unsere Neigung, menschliches Verhalten auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zurückzuführen. Dabei ist es egal, ob die Gruppe real existiert oder der Mensch wirklich Teil der Gruppe ist. Solange wir denken, jemand gehört zu einer Gruppe, der wir Eigenschaft X zuweisen, erklären wir Verhalten Y dadurch. Ja. I understand nothing. Ich möchte ja nicht. Ja, ja, das ist ja tatsächlich so. Wenn du, da gibt es ja, das habe ich mir heute angeschaut, ja. Das habe ich mir heute angeschaut, nämlich ging es irgendwie so in die Richtung, dass wenn etwas passiert, zum Beispiel jemand kommt zu spät, ja, man hat sich getroffen und jemand kommt zu spät. Und der Mensch tendiert dazu, bei anderen zu sagen, das liegt an seinem Charakter, aber bei sich selbst tendiert man eher dazu, dass man sagt, das liegt an den Umständen.
Keine Ahnung, es gab einen Stau, ich konnte nicht einfach durchfahren oder die Straßenbahn war zu spät oder die ganzen Leute sind mir irgendwie am Sack gegangen. Es gibt immer irgendwelche äußeren Gründe, warum du es nicht geschafft hast, rechtzeitig zu kommen. Aber wenn ein anderer zu spät kommt, dann ist der erste Gedanke, es liegt an seinem Charakter. Der ist doch immer zu spät. Das ist doch immer so einer, der nicht da ist und hin und her. Ja? Das heißt, da muss man uraufpassen. Und ich finde, dass das extrem problematisch ist. Ja? Wenn man auf die Kommunikation schaut, wie sie stattfindet. Ja? Weißt du? Vorgeben, eine anthropologisch perfekte Erklärung der menschlichen Konstitution abzugeben. Aber grundlegend stimmt alles, was ich bisher gesagt habe. Und das hilft uns im Ansatz, gewisse Mechanismen zu verstehen, die wir uns im Folgenden anschauen werden. Das Problem. Wenn wir den Gegenüber aufgrund einer abweichenden politischen Position oder nur Aussage direkt in die andere Schublade stecken, wird er automatisch zum Feindbild. Ja, und das wird ja die ganze Zeit gemacht. Es ist ja einfach so, es kommt ein Mensch und sagt einfach so, ja, ich weiß nicht, ich bin skeptisch zum Beispiel gegenüber Migration. Dann heißt es sofort, aha, du bist also ein Rassist, also ein Nazi. Weißt du? So, ist das sinnvoll, ist die große Frage. Sollte man so mit Leuten umgehen? Ja, ist das zielführend? Macht das einen Sinn? Ist das richtig? Sozusagen stimmt das? Und ich sage mal, nein, das stimmt nicht. Ja, das ist das Gleiche wie irgendwie, wenn jemand sagt, dass er pro Kapitalismus ist. Heißt das einfach, dass er grundsätzlich ein Arschloch ist? Ja, natürlich. Und das Problem beginnt dann, wenn wir im politischen und gesellschaftlichen Diskurs vergessen, dass da gegenüber in den seltensten Fällen eine Karikatur der Gegenseite ist. Aufgrund der Einfachheit sprechen wir, und damit meine ich auch mich in meinen Videos, von links und rechts. Ja, und das ist ja auch so das Problem, was ja Dara mit mir gehabt hat, ja, oder was die Leute haben, wo ich ja gesagt habe, Deutschland zuerst, ja, wo sie dann gesagt haben, aha, das ist Nazi, weil AfD sagt Deutschland zuerst, AfD sind Nazis, wenn du sagst Deutschland zuerst, bist du ergo ein Nazi. Ja, okay, aber das ist ein sehr, sehr, sehr unterkomplexes Denken. Das ist einfach nur dumm, sowas zu denken. Also das ist zu simpel einfach, das stimmt ja nicht. Das ist ja, und dann, weil das, was gefährlich daran ist, wenn du so etwas als Rechts- oder Nazi framest, dann kommst du plötzlich als Conclusion daraus, weil du machst ja Schlussfolgerungen daraus. Das heißt, die nächste Schlussfolgerung, die du machst, ist, es ist Nazi, wenn Politiker sich um ihre Wähler kümmern. Weil das war ja sozusagen seine Conclusio daraus, dann natürlich logischerweise. Weil wenn Deutschland zuerst von Politikern zu verurteilen ist, dann ist auch sich um seine Wähler zuerst kümmern zu verurteilen. Ja gut, okay. Und dann musst du das aber auch als Nazi framen, okay, aber das ergibt dann nichts mehr einen Sinn. Das ergibt dann ergibt aber nichts mehr einen Sinn. Wenn du anfängst sozusagen mit diesen falschen Vorzeichen sozusagen anfängst zu arbeiten und dir falsche Werte zuweist zu verschiedenen Themen und dann weiterdenkst, werden sozusagen die weiteren Faktoren, die du dir erdenkst, werden auch falsch sein. Das ist ja genauso wie bei einer Mathe-Schularbeit, ja? Wenn du in der Mathe-Schularbeit sitzt und es gibt ja mehrere Rechnungen und wenn du sozusagen bei der einen Rechnung eine falsche Zahl rausbekommen hast, kannst du ja trotzdem richtig weiter rechnen in der Methodik, aber du wirst am Ende ein falsches Ergebnis rauskriegen, weil du einfach mit falschen Zahlen rechnest. Und so ist das hier auch. Also ein Folgefehler, dankeschön, ja, so heißt das. Puh, Gott sei Dank war ich schon lange nicht mehr in der Schule. Genau, Folgefehler. Das heißt, und diese Folgefehler haben da draußen Leute, die sich mit Politik beschäftigen, unglaublich viele. Und es gibt kaum jemanden ohne Folgefehler. Ja? Es sind einfach rechts, links, alle möglichen Leute, weil sie mit solchen Vereinfachungen arbeiten, haben sie einfach Folgefehler. Ja? Es ist, du musst ja nur eine Sache annehmen, wie zum Beispiel, jetzt gab es ja so Migranten randalieren zu Silvester, alle Migranten sind so. Oder das liegt an ihrer Kultur. Nimm das einfach an und dein ganzes Weltbild hat sich geändert.
Du musst ja alles andere sozusagen dann verbiegen und brechen und musst eine vollkommen andere oder künstliche Weltsicht kreieren, damit sich das ausgeht. Weißt du? Und das ist das Gefährliche daran. Und das hat jeder da draußen. Ja, ich auch. Also ich will mich nicht da rausnehmen. Aber darauf muss man aufpassen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir das nicht unter Kontrolle kriegen, werden wir verblöden. Aber komplett, ja. Und das ist eigentlich massiver BS. Wenn du Bullshit in deiner Kommunikation vermeiden willst, dann schau auf www.wecommunicate.de vorbei. Egal, welche Kommunikations- oder Marketingaufgabe du hast, wir helfen dir, sie zu lösen. WeCommunicate. Und wenn du mich... Bruder, hilf mir zu lösen, warum hast du so einen geilen Schnauzer, ey? ...über meinen YouTube-Kanal unterstützen willst, dann abonniere jetzt oder werde am besten gleich Kanalmitglied. Alternativ findest du in der Beschreibung auch einen PayPal-Link. Das Links-Rechts-Paradigma. Das Links-Rechts-Paradigma ist eine Theorie, die ganz verkürzt darlegt, warum Gesellschaften dazu neigen, sich politisch in zwei Lager aufzuspalten. Ob dieses Modell der Realität entspricht, ist erstmal egal. Du sagst guten Abend zusammen. Der Knackpunkt, warum die linke Bewegung immer ein Prozess ist und auch bleiben wird, liegt daran, dass hier wegen dem Anspruch der Gleichberechtigung jeder Gehör erhalten muss und daher Toleranz eine Grundbedingung ist. Okay, dann erkläre mir diese ganze Scheiß-Cancel-Culture da draußen. Ja. In der Rechtsbewegung fehlt dieser Anspruch, weshalb ein Staat immer dazu tendiert, immer rechtsorientierter und antidemokratischer zu werden, bis zur Diktatur, wenn nicht dauernd von links dagegen gehalten wird. Naja, jetzt haben wir aber das Problem, dass die ganzen Linken permanent irgendwelchen Leuten die Schnauze verbieten wollen, Leute der Plattformen wollen und so weiter und so fort. Ja. Cancel-Culture ist nicht links. Ja gut, okay, aber Leute, die sich links nennen, verwenden das. Ja? So, klar sind sie nicht links, aber ich sag's nur. Ja. Aber wenn es dir, wie mir, zumindest so vorkommt und dein Denken beeinflusst, dann solltest du weiter zuhören. Siebtens, ein falsches Dilemma. In diesem Paradigma zu denken, ist auf den ersten Blick sinnvoll. Dabei ist das politische Spektrum viel nuancierter und zu glauben, es gäbe nur zwei Lager, ist eine falsche Dichotomie und damit ein logischer Fehlschluss. Wer wirklich glaubt, man könne nur zwischen den beiden Polen unterscheiden, vergiss nicht nur die Mitte, sondern die vielen Splittergruppen innerhalb einer politischen Orientierung. Es ist somit ein klassischer Schwarz-Weiß-Fehlschluss. Ja. Obviously. Und auch wenn du jetzt vielleicht denkst, dass alles, was ich bisher gesagt habe, ziemlich offensichtlich ist, scheint es uns als Gesellschaft immer schwerer zu fallen, das beim Denken und Diskutieren im Bewusstsein zu behalten. Achtens, der grundlegende Unterschied beider Lager. Nehmen wir das Beispiel des Kapitalismus. Bei Fragen zur Wirtschaft geht es Nice! Wow, Bias Skeptic, ich bin beeindruckt. Wow! Er ist nicht als allererstes dazu gekommen, nehmen wir zum Beispiel Migration oder LGBTQ, sondern Kapitalismus. Based, Bro! Klassischen Linken vereinfacht gesagt vornehmlich darum, sicherzustellen, dass niemand auf der Strecke bleibt oder benachteiligt wird. Aus dieser Sicht ist es irgendwie möglich, eine Welt zu erschaffen, die für alle gut ist. Ein klassischer Konservativer geht eher davon aus, dass sich in jedem funktionierenden System der Stärkere oder Bessere durchsetzt und die Gesellschaft als Ganzes damit besser wegkommt, obwohl dann notwendigerweise manche auf der Strecke bleiben. Aus dieser Sicht ist der Kapitalismus die einzig bewährte Alternative für eine prosperierende Gesellschaft. Und das ist der einzige Unterschied, den wir mit Sicherheit zwischen beiden Lagern voraussetzen können. Ja, darauf kommt es an, das habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ja. Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen links und rechts ist die Wirtschaft. Ja? Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist die Wirtschaft. Ja? Es kommt darauf an, bist du für den Kapitalismus oder gegen den Kapitalismus. Ja? Weil wenn du einfach dich für andere Dinge einsetzt, aber das mit dem Kapitalismus nicht regelst, wirst du nie eine gerechte Gesellschaft bekommen. Nie. Never ever. Ja? Es ist fast so, als würde Geld die Welt regieren, ja, fast, oder? Neuntens, was ist nun richtig? Beiden Seiten ist gemein zu glauben, moralisch das Richtige zu tun. Ich empfehle euch das Buch The Righteous Mind von Jonathan Haidt. Demnach teilen alle Menschen sechs Werte, die sie als moralisch wichtig erachten. Aber wie kann es sein, dass Menschen dann zu völlig unterschiedlichen Weltanschauungen kommen? Das ist eine Mischung aus Genetik, Erziehung und kulturellen Einflüssen. Siehst du sagst, es geht nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen oben und unten. Und ich sage immer, ja, das ist ja links und rechts. Ja, das ist ja links und rechts. Oben und unten. Das ist ja der Punkt. All dies beeinflusst, wie wir diese Faktoren gewichten. A. Fürsorge. Jeder Mensch findet es wichtig, dass sich um Menschen gekümmert wird. Aber wie wichtig?
Und wie sehr muss sich um jemand in welcher Situation gekümmert werden? Vor allem, wenn es einem anderen Wert widerspricht, was auch notwendigerweise passieren wird. Fairness. Stellen wir uns die Situation vor, in dem ein Zwilling ständig finanzielle Probleme hat, weil er zu ausschweifend lebt. Du sagst, was ist mit kapitalismuskritischen Rechten? Kapitalismuskritische Rechte sind meistens, also wie soll ich das sagen, sind meistens irgendwie Leute, die nicht verstehen, dass ihre Art von Kritik am Kapitalismus unmöglich ist. Sie verstehen nicht die globale Natur des Kapitalismus, die man nicht mehr rückgängig machen kann, ja. Sondern sie versuchen sich immer in irgendwie so eine nationale, in einen nationalen Kapitalismus oder zu fliehen, oder sie versuchen irgendwie so einen Sozialismus zu errichten, der so nur in einer Nation stattfindet, ja. Und das ist halt lost, das funktioniert halt nicht, ja. So Sozialismus für unser Volk, so, ja, das geht nicht, ja. Wie die Nazis früher, na, die Nazis waren nicht Sozialisten, ja, die haben sich nur so genannt, die waren keine Sozialisten, sie waren Kapitalisten durch und durch, aber ich sage nur, die Rechten, die das wollen, das ist vollkommen illusorisch, das kann nicht funktionieren, ja, das ist ja unmöglich. Ich meine, wenn das hätte funktionieren können, hätte die Sowjetunion überlebt, ganz einfach gesagt, ja, oder irgendein anderer sozialistischer Staat, ja, das kannst du vergessen. Eltern unterstützen ihn ständig finanziell. Und der andere Zwilling spart sein Geld und braucht keine Unterstützung. Ist es nun fair, dass beide später gleich viel erben werden? Je nachdem, wie du zur Fürsorgepflicht und zur Fairness stehst, kommst du zu einer anderen Antwort als der nächste Zuschauer. Loyalität. Wie wichtig ist mir Treue und Zuverlässigkeit? Gegenüber wem? Decke ich für meine Familie eine Straftat, aber für einen Freund nicht? Oder glaube ich, dass man das Gesetz nie brechen darf und die Reinheit mancher Werte und Konzepte absolut ist und nicht hinterfragt werden sollte? Dürfen gewisse Dinge per se nicht in Frage gestellt werden oder ist alles frei zur Debatte? Wo liegen deine Grenzen? Autorität. Gute Frage. Ist es wichtig, Autoritäten zu folgen? Sollte man nur guten Autoritäten folgen oder sollte man alle Autoritäten abschaffen? Sollte man nur in manchen... muss ja nicht Autoritäten, aber Machthierarchien halt. Es sind ja nicht nur Autoritäten, es gibt ja auch positive Autoritäten. In manchen Fällen folgen oder sollte man immer rebellieren? Nicht mal jeder Linke ist ständig an einer Rebellion interessiert. Freiheit. Freiheit ist uns allen wichtig, aber wie viel Freiheit darf uns durch die Autoritäten genommen werden? Endet die Freiheit irgendwo? Etwa bei der Gefährdung anderer? Eben, und diese Fragen sind sehr schwierige Fragen. Und kein Rechter wird alle diese Fragen gleich beantworten und kein Linker wird alle diese Fragen gleich beantworten. Das heißt, du hast eine sehr durchmischte Menschheit da draußen in Wirklichkeit, ja. Das heißt, wenn wir uns diese Fragen alle, Graustufen, genau, wenn wir uns alle diese Fragen anschauen, dann können wir uns am Ende überlegen, wo sind wir einer Meinung, wo sind wir nicht einer Meinung, ja, und was ändert das actually überhaupt? Und wer kann sagen, was richtig und falsch ist in dem Punkt, ja. Kann man ja nicht wirklich. Das kann man nur argumentieren aus einer gewissen Sicht, mit einer gewissen Absicht kann man das argumentieren. Aber dann ist auch die Frage, zu welchem Zweck? Und will ich die gleiche Welt, die du willst? Und ist meine Welt linker als deine oder nicht? Und das ist sehr schwierig. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Das heißt, deswegen sollte man nicht so es sich zu einfach machen. So. Nazi, Kommunist. Passt. Ja, so einfach ist das Leben nicht. Ist Sicherheit ein so wichtiger Wert, dass wir unsere Freiheit lieber komplett aufgeben? Sollte jeder zu jeder Zeit die gleiche Freiheit besitzen? Auch im Sinne der Fairness, wenn Menschen gezeigt haben, dass sie Freiheit missbrauchen. 10. Politische Positionen sind individuell. Bei vielen meiner Videos wird mir vereinzelt eine Agenda unterstellt. Manchmal eine rechte. Wie bei meinem kritischen Video zur genderneutralen Sprache oder zu Rassismusthemen. Als ich Jordan Peterson, Brecht... Ja, ich kenne seine Takes und ich würde sagen, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, das ist nicht viel, würde ich sagen, ist er nicht wirklich rechts. Ja, er ist vielleicht ein bisschen was Konservatives, hat er in sich, ein bisschen ist er so, dass er sich denkt, so diese zu viel Wokeness heute, wie es heutzutage ist, vertrage ich nicht so ganz. Ja, aber das ist ja das Problem. Es ist ja... Ich sehe es als sehr problematisch, dass die Linken dazu übergegangen sind, alle Menschen, die nicht 100% ihrer Meinung sind, in 100% allen Punkten, automatisch recht zu nennen. Was absolut keinen Sinn ergibt. Es ist einfach nur dumm. Ja, es ist sehr dumm,
Weil es spaltet die Linke und zerstört die Linke. Das heißt, du kannst ja gar nicht, wenn die Zeitachse lang genug ist, kannst du ja gar nicht links sein. Niemand kann links sein. Ja, niemand kann links sein. So, weil irgendwann wirst du irgendeinen Punkt haben, wo du sagst, na, da bin ich anderer Meinung und zack, bist du rechts. Ja, aber das kann es ja nicht sein, bitte. Ja, das kann es ja nicht sein. So. Na, Jordan Peterson ist schon rechts. Das würde ich schon sagen. Ja, eindeutig. Also, dass Jordan Peterson eindeutig rechts ist und damit auch sehr viel Geld verdient, das ist, glaube ich, ganz klar, oder? Und Welt, oder? Während der Pandemie. Und zwar in so ziemlich allen Punkten. Also, ich wüsste nicht, in welchem Punkt Jordan Peterson links ist. Ich denke, in so ziemlich absolut allen Punkten ist er rechts. Wie ich Querdenker kritisiert habe, wurde mir eine linke Agenda unterstellt. Das heißt, dieses Schubladendenken ist völlig bescheuert. Nicht nur ist meine Sichtweise individuell, ich bin mir sicher, das gilt für die meisten Menschen, die meine Videos schauen. Und eine isolierte, extreme Ansicht in eine Richtung heißt nicht automatisch, dass man den Menschen politisch korrekt verortet. Natürlich gibt es Korrelationen. Es ist schon fair anzunehmen, dass ein überzeugter Nazi nicht plötzlich nichts mehr gegen Ausländer hat, weil er eine Frau aus dem Ausland heiratet, sondern weil er ganz offensichtlich ein Sextourist ist. Der Punkt ist, wir wissen erst, wie jemand denkt, wenn wir mit ihm reden. Das ganze Links-Rechts-Denken bringt uns in der Praxis überhaupt nicht weiter. Elftens mein Appell. Wir sollten uns darauf besinnen, dass wirklich die wenigsten Leute stereotyp in all ihren Ansichten extrem links oder rechts sind. Ja. Und auch diese extremen Leute brauchen wir, um auszutarieren, wo ein vernünftiger Mittelweg liegen kann. Denn also ich brauche die extremen Leute wirklich nicht. Ja, mir gehen sie nur am Sack. Auch die Mitte muss sich zum Wohle aller bewegen. Und nein, ich sage hier nicht, die goldene Mitte sei immer der richtige Weg. Denn das wäre ein logischer Fehlschluss. Ich sage, wir müssen miteinander sprechen und herausfinden, Correct. Wie der andere wirklich denkt. Ja. Auch wenn das viel anstrengender ist, als in Schubladen zu denken. Ja. Ich sehe das auch so. Es gibt keine Mitte. So etwas wie eine Mitte gibt es nicht. Aber wir müssen miteinander reden. Weil, schau, wenn wir ganz ehrlich sind, ja, wenn wir 100% ehrlich, oder ich gehe mal von mir aus, okay? Wenn ich 100.000% ehrlich bin, ich bin zu 100% überzeugt selber, dass meine linken Ansichten besser für uns alle sind. Ja? Ich bin fest davon überzeugt, dass meine linken Ansichten die besseren Ansichten sind. Für mich. Ich würde mir aber nicht anmaßen, anderen Leuten zu sagen, du musst Dinge so sehen wie ich. Weil ich traue mich nicht, weil ich glaube nicht, dass ich alle Weisheit dieser Welt mit Löffeln gefressen habe, dass ich einfach sage, alle müssen so handeln, wie ich es für richtig halte. Das halte ich nicht für richtig, weil ich glaube nicht, dass das klug ist. Ich glaube auch nicht, dass das gerecht ist. Ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll ist. Ich glaube auch nicht, dass das zielführend ist. Ich glaube auch nicht, dass ich diese Verantwortung tragen will eigentlich. Ja? Dass ich sozusagen anderen aufdrücke, wie sie zu sein haben. Okay? Und ich denke mir, deswegen müssen wir reden. Ich kann dir nicht einfach sagen, ich habe in allen Punkten recht und alle sollten so leben wie wir. Ja? Wir alle sollten deswegen miteinander reden. Schauen wir. Finden wir die beste Lösung für uns alle. Ja? Ja, Twitch spinnt heute, es tut mir leid, ja, da nochmal. Ups. Ja, es ist Twitch hat irgendein Problem heute wieder mal. Adorno nennt das, worauf er anspielt, identifizierendes Denken. Identifizierendes Denken tötet die Zwischentöne und den Austausch. Mein Begriff davon ist absolut, ja. Fuck. Menschen, die denken, sie könnten etwas von jemandem lernen, der genau gleich denkt und den gleichen Horizont hat wie sie selbst, sind dumb as fuck. Wir können nur von Menschen lernen, die anders sind als wir. Ich bin bei Skeptik und wenn du der Meinung bist, dass du Bärs in diesem Video gefunden hast, dann lass es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass es. Sehe ich auch so. Es gibt keinen Sinn, den Diskurs zu zerstören. Weil den Diskurs zu zerstören bedeutet, gegen sich selbst zu handeln. Ja. Ja, ist voll abgekackt. Ich sehe das jetzt. Es hat gerade über 100 Leute rausgehaut.